Hallo und Happy New Year wünschen dir Nadja Nero und das Aerobic Studio. Wir hoffen, oder ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid und wünsche euch nur das Beste. Wir haben uns bestimmt alle neue Ziele gesetzt, vielleicht ja auch im Pole Dance Bereich, die wir jetzt alle 2024 erreichen können. Weil das wird ein gutes Jahr, das weiß ich. Ich spüre das. Ich empfange nur positive Vibes da von dem neuen Jahr und deswegen starten wir heute erstmal mit einem Basic-Trick, einem neuen. Ich glaube, es ist sowas wie die Broken Doll. Wir finden nochmal raus, wie es heißt. Ich mache es euch einfach mal vor. Wie immer, ich zeige es einmal vor und dann erkläre ich Step by Step. Was habe ich gemacht? Ich starte aus der Fireman-Position, also aus der Kletterposition quasi. Wichtig ist, dass wenn wir rechts die stärkere Hand haben, dass wir die rechte Hand oben haben, dann müssen wir aber auch mit dem linken Bein hinten sein in der Kletterposition, beziehungsweise Fireman-Position. Weil wir nämlich dann, wenn wir in der Kletterposition sind, mit der linken Hand hinter dem hinteren Bein durchgreifen müssen. So, was habe ich danach gemacht? Ich habe mich aus dem Knie, wo die Hand drunter ist, rausgedrückt, den Oberkörper zur Seite geschoben und mein Bein aktiv nach hinten gebracht. Also, es ist auf jeden Fall, ich zeige euch erstmal dieses Rausdrücken. Und zwar, wenn ich, gehe jetzt mal auf die Seite. So, ich bin jetzt in dieser, ich starte mal von unten, ja? Wenn ich jetzt in dieser Position bin, ich greife hier durch. Ich greife jetzt mal hoch. Wir tun es mal so, als wäre ich vorher im Fireman gewesen. Wichtig ist, keinen komischen Fuß machen. Nicht so einen komischen Fuß. Schön strecken. Dann drücke ich jetzt richtig, weil das soll ja nicht aufs Handgelenk gehen. Das heißt, ich drücke das Knie richtig an meine Hand dran und klemme trotzdem, wie beim Klettern auch oder wie beim Fireman, die Stange ein zwischen Fuß und Knie. Ganz wichtig, Schulter natürlich nach unten ziehen, weil wir uns jetzt hier nämlich rausdrücken müssen. Und es soll ja nicht aus der Hand nur passieren, sondern auch aus der Kraft vom Bein. Ich drücke mich jetzt hier quasi einmal hoch, bis das Bein einen relativ großen Winkel hat, also das im Knie. Dass wir halt nicht ganz gestreckt sind, das geht nicht, aber so ungefähr vom Winkel sind. Der Oberkörper in der Zeit geht einmal an der Stange vorbei. Also wenn das linke Bein unten ist und die linke Hand unten, geht der Oberkörper auch nach links. Und dann bin ich ungefähr da, wo die Hüfte ist. So, es kann ein bisschen mehr weiter unten, ein bisschen weiter oben sein, je nachdem. Und dann muss das Bein nicht hierhin, sondern wirklich weg. Und wir machen ein schönes Hohlkreuz und schön die Brust raus. Weil nur dann hat man auch diesen schönen Shape. Zeige ich noch einmal. Also, ich bin hier fest. Ich kann auch theoretisch jetzt draußen klettern. So, jetzt schiebe ich mich hoch. Oberkörper an die Seite, Arm ist gestreckt und Bein kommt nach hinten. Also, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr auch aus dem Hüftbeuge arbeitet und wirklich das Bein von euch wegschiebt. Was auch noch ganz wichtig ist, ein wichtiger Tipp, dass wir nicht den hier machen. Wir rutschen mit dem Knie nicht nach vorne an der Stange. Wir bleiben mit dem Knie an der Stange dran. Das Knie bleibt die ganze Zeit neben der Stange. Das ist wirklich super wichtig, weil es ist erstens viel besser fürs Handgelenk so und zweitens kriegen wir sonst den Shape nicht mehr hin, wenn wir so reinrutschen. Das sehen wir beim Klettern. Beim Klettern soll man ja auch nicht in den Pole-Sit rutschen. So, ich mache es noch einmal aus dem Drehen mit Erklärung. Ich bin im Klettern. Jetzt greife ich unter mein hinteres Bein. Jetzt drücke ich das Bein an die Stange, biege mich nach links und mein hinteres Bein geht nach hinten. Also, wie gesagt, wichtig, dass wir uns einmal komplett auseinanderbiegen. Weil wenn wir nur das Bein machen, passiert nicht viel im Shape. Wenn wir aber richtig ins Hohlkreuz gehen, sieht das direkt viel größer aus. Und achte darauf, dass der Arm umgestreckt ist, dass wir uns nicht hier so komisch oben ranziehen. So, ich hoffe, das war ein schönes, kurzes, aber tolles Neujahrsvideo für euch. Und wir freuen uns auch auf YouTube dieses Jahr. Wir haben auch viel vor, viele Ideen. Aber trotzdem könnt ihr uns immer noch helfen, indem ihr auch uns unter die Videos eure Kommentare da lasst.
mit was ihr euch wünscht oder uns einfach ein Feedback gebt. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche im nächsten Tutorial. Like nicht vergessen und abonnieren.